Als der Soundtrack angesetzt hat, ich hatte sofort Gänsehaut. Ich hatte gerade richtig Gänsehaut bekommen. Ja, da sind wir. Das ist Ultima Thule. War eine nette Horrorszene. Ja, das auf jeden Fall. Ich muss auch tatsächlich mal deutsche Sprache loben oder deutsche Synchro hier loben, weil die haben das echt gut hinbekommen. Ich hatte echt so ein bedrückendes Gefühl währenddessen. Ja, jetzt sind wir hier. Tankred weg. Ich weiß nicht, wie nützlich es in dieser unwirklichen Umgebung sein wird, aber ich habe für Notfälle ein Reparaturmodell errichtet. Aber falls ihr es hier tatsächlich in Gefahr geraten solltet, erwarte ich, dass ihr alle unverzüglich zu Ragnarök zurückkehrt. Guck mal die Schrift von der Mission. Der Titel. Okay. Ein unheilvoller Horizont. Naja, eigentlich ist da Pi und noch ein paar andere Buchstaben. Naja, egal. Ziemlich dunkel hier, man kann nicht sehr weit sehen. Und irgendetwas Bedrückendes liegt in der Luft. Als würde die Zeit stillstehen. Wir sollten die Gegend schrittweise erkunden, um uns nicht zu verlieren. Ich schlage vor, mit der Suche nach Tankred und Meteon am Bug des Schiffs zu beginnen. Und uns von dort gen Osten voranzuschreiten. Also gut, entfernt euch nicht zu weit und behaltet euch gegenseitig im Auge, verstanden? Und weg sind sie. Drachen. Scheinbar gibt's hier Drachen. Niederer Stellardrache. Wo sind wir denn hier hingegangen? Guck mal, da ist noch ein Drachen. Aber der ist versteinert. Hier. Diese Konstruktion. Guck mal hier. An dem Gebäude. Kommen dir die Zeichen da oben vielleicht bekannt vor? Nein. Warte mal. Ja, ich hab's. Guck mal das Minion bitte an. Gerade das Gesicht. Ach so. Really? Was meinst du, wo wir hier sind, wenn es hier Drachen gibt? Und klare Zeichen auf Omega. Ob diese Ruinen hier mal richtige Gebäude waren? Schwer zu sagen, viel ist ja nicht mehr davon übrig. Trotzdem, ein Versuch ist es wert. Lasst uns nachsehen, ob es hier etwas gibt, das uns noch mehr über Ultima Thule verrät.
geschmolzene Konstruktion. Da gehst du als erstes hin. Okay. Die Überreste einer Konstruktion aus Metallstangen. Das obere Teil scheint geschmolzen und wieder erhärtet zu sein. Es erweckt nicht den Anschein, als wäre dies absichtlich geschehen. Wahrscheinlicher ist, dass hier Kampfhandlungen stattgefunden haben oder sich irgendeine Katastrophe ereignet hat. Das Tini muss hier auch noch irgendwo sein. Sieh doch, die Oberfläche ist noch gut erhalten. Und diese Verzierungen, es ist zweifellos eine künstlich erschaffene Konstruktion. Nur von wem wurde sie erbaut? Wo habe ich die Muster nur schon einmal gesehen? Denkt er wieder darüber nach zu springen? Vielleicht auf das 90er-Fieder. Ich hatte gehofft, von hier aus vielleicht irgendetwas zu entdecken. Aber Fehlanzeige, keine Spur von Tancred, nur die Lichter der Ragnarök. Jedenfalls scheint dies der Rand dieser schwebenden Insel zu sein. Um uns herum sind nichts als Steine und Felsbrocken. Na, wo befinden wir uns? Oh, ich hab sogar... ich hab sogar ein gutes, zufälliges Mount bekommen. Was meinst du, wo sind wir? Also klar, Ultima Thule ist klar, aber dieser Ort. Auf dem Planeten über die Drachen herkommen? Ja, scheint dann auch, ne? Und warum haben wir dann Omega-Sachen hier? Weil die hier mit Omega gekämpft haben, oder? Genau. Aus dem Grund ist Midgard-Zomer geflohen. Und Omega ihm hinterher. Und, hast du irgendetwas entdeckt? Ich habe es mir fast gedacht, von Tancred und Meteon fehlt auch jede Spur. Wir konnten leider auch keine neuen Erkenntnisse gewinnen. Allerdings bin ich mir sicher, dass wir nicht hier allein sind. Irgendetwas ist ganz in der Nähe und es bewegt sich. Jedes Mal, wenn es näher kommt, läuft es mir eiskalt den Rücken runter. Dann spüre ich die Kraft aus mir weichen, so als würde mich die Dunkelheit selbst verschlucken wollen. Ein Gefühl von Leere und Traurigkeit, von dem man am liebsten davonlaufen würde. Eins oder zwei? Das zweite. Ich habe auch gespürt, wie er seine Klauen nach mir ausgestreckt hat. Ja, hat er ja wortwörtlich bei dir. Hm? Wen meinst du? Ich sehe hier nichts und niemanden. Wir sollten uns woanders umsehen. Ja, ich habe... Wenn Sie jetzt nicht weiter darüber reden, wirklich, das war's jetzt. Was? Ja, ich habe nicht das Gefühl, dass uns die Suche hier momentan weiterbringt. Auf der Backbordseite der Ragnarök ist fester Boden. Dann lasst uns unser Glück dort versuchen. Scheinbar nicht. Oder doch? Lass uns unterwegs reden, meine Freundin. Unter vier Augen. Oh. Wenn sie das mal so toll wäre, unsere Freundin. Und
wenn du nach oben guckst, das sieht schon ziemlich cool aus. Ja. Oh, wow. Ja, genau, das haben wir gedacht. Also gut, ich will nicht lange um den heißen Brei herumreden. Du kannst die toten Drachen, die um uns herumstreifen, auch sehen, oder? Dachte ich's mir doch. Dass es Drachen sind, steht außer Frage, aber ihre Aura ist schwach, fast substanzlos. Wahrscheinlich kann sie außer uns deshalb niemand wahrnehmen. Dass wir sie sehen können, liegt vermutlich an unserer starken Verbindung zu den Drachen, da durch den Bund mit Midgardzorma und du durch den Bund mit deinem Bund mit Midgardzorma und ich, weil ich mal das Vergnügen hatte, von einem besessen worden zu sein. Das würde nahelegen, dass dieser Ort etwas mit den uns bekannten Drachen zu tun haben könnte. Aber die wilden Theorien überlasse ich lieber den üblichen Verdächtigen, wenn es soweit ist. Lass uns bitte einfach wachsam bleiben. Dieser Ort schlägt einem aufs Gemüt. Da weiß man nie, was passieren kann. Wenn sie auf die Pferde aus Seitsattel sitzen wird, dann wäre es fast noch cooler, finde ich. Was? Auf die Pferde, wenn sie auf denen... seitlich, okay. Ja, seitlich sitzen, oder? Ich glaube, dafür brauchst du eine andere Rasse, kann das sein? Keine Ahnung. Ich meine, mit Mila saß ich nämlich seitlich drauf. Irgendwie anders. Mit denen kann man reden. Ja. Aber ich meinte halt nicht die Farbe. Aber gut, ja, mit denen kann man reden. Sind das Drachen? Wie ist das möglich? Ach, die können sie sehen. Was ihr hier seht, sind nur meine Erinnerungen an die welken Sterne, die ich auf meiner Reise fand. Sie sind mit mir verschmolzen, auf dass ich ihr Ende verkünden kann. Das heißt, ihre Welt ist schon zerstört und du hast sie dir als Andenken behalten? Ja, wie ich bereits sagte, ihr Stern ist längst erloschen. Alles, was von ihm geblieben ist, sind leere Felsen, die ziellos durch die Weiten des Alls treiben. Diese Schatten dort sind so leblos wie ihre einstige Heimat. Das Dynamis hat lediglich ihrem Leid und ihrer Hoffnungslosigkeit Gestalt verliehen. Wir sind auf der Suche nach unserem Gefährten, Tancred. Weißt du, wo er sich aufhält? Was für eine merkwürdige Frage. Er ist doch gleich neben euch. Er ist überall eins mit meinem Nest. Er würde es euch wohl selbst sagen, wenn er noch eine Gestalt hätte. Ach. Dieser Zorn und diese Angst, die in euch wallen. Ich glaube, ihr habt noch nicht verstanden, warum ihr hier noch überleben könnt. So wie ich Aetheris seiner Bestimmung zuführe, so lasse ich auch das Dynamis euren Äther verschlingen. Als erstes tilgte ich den edelmütigen Tancred, der seinen letzten Atemzug dafür aufwendete, mir zu trotzen. Mutig. Aber nutzlos. Es dauerte nur einen Augenblick und er verging im Nichts. Und doch, auf unerklärliche Weise, hat ein Hauch seines Wesens überdauert. Seine Essenz.
der Wesenskern, den ihr als Seele bezeichnet. Sie verbleibt hier in diesem Raum. Zusammen mit seinem letzten Gedanken. Ich muss sie beschützen. Diese Empfindung, der Wille, sich mir zu widersetzen und die Seinen zu schützen, war offenbar stärker als die Verzweiflung. Es hat das Dynamis geformt und diesem Ort neue Gestalt gegeben. Denn es ist der Wille allein, der dem Dynamis Form gibt. Dass ihr hier in meinem Nest überleben könnt, ist Beweis des unerschütterlichen Willens eures Gefährten. Aber ich fürchte, es ist nur eine Frage der Zeit, bis auch er schwindet und sich im Nichts auflöst. Dann sollten wir dem Spuk schnell ein Ende bereiten. Es ist zwecklos. Du kannst mich mit deiner Lanze nicht erreichen. Ich sagte es doch bereits. Hier formt einzig der Wille die Realität. Nur weil ihr einen Tropfen im Ozean des Dynamis bewegen konntet, ändert es doch nichts. Ihr könnt mich sehen, aber ihr könnt mich niemals fassen. Ihr könnt mir folgen und werdet mich doch niemals erreichen. Mist! Was machen wir jetzt? Metheon ist uns hier offensichtlich weit überlegen. Wer weiß, wann sie sich entschließt, wieder aufzutauchen, um uns zu verhöhnen. Oder Schlimmeres. Schreiten wir voran. Tancred hat uns kostbare Zeit verschafft. Wir dürfen sie nicht tatenlos verstreichen lassen. Uriange hat recht. Es gibt kein Zurück. Wenn die uns geschenkte Zeit verrinnt, ist alles verloren. Ja. Jetzt hast du ein paar Antworten mehr. Dass wir hier sind, ist dank Tancred. Grames schwere Schwinge. Die Existenz der bloßen Seele, vom Körper losgelöst. Ich kenne für diesen Zustand keinen Namen. Das Phänomen ist allerdings nicht neu. Im ersten Splitter haben wir schließlich etwas Vergleichbares erfahren. Und aus diesem Grund gebe ich die Hoffnung noch nicht auf. Wie schwach sie auch sein mag, Tancred lebt und schützt uns weiter. Lasst uns unsere Erkundung fortsetzen. Wenn wir Metheon Einheit gebieten wollen, müssen wir diesen Ort besser verstehen. Estinien, ich schlage vor, dass wir beide uns die Drachen vornehmen. In der Zwischenzeit wäre es zweifellos sinnvoll, wenn ihr anderen die Umgebung erkundet. Könnt ihr nachsehen, ob es einen Weg gibt, der uns weiterführt? Das machen wir. Wenn wir fertig sind, treffen wir uns wieder hier. Ihr habt Metheon gehört. Die Drachen hier sind nicht die Wesen, die wir kennen. Sie sind seelenlose Traumgebilde, die ihren Untergang herbeisehen. Seid also vorsichtig. Alfinor hat recht, wir sollten größte Vorsicht walten lassen. Sei also auf der Hut, falls du dich mit einigen von ihnen unterhalten solltest, Solis. Oh, Sterblicher. Du kamst mit dem Stern, der kürzlich auf unserem Planeten fiel. Ich wünschte, du hättest mir eine Krankheit gebracht.
Ich wünschte, dein Atem hätte mein Blut erstarren lassen. Denn wir harren hier einzig des Todes, des ersehnten Augenblicks, da die Zeit ihren Tribut von uns fordert. Wir wollen Ruhe und du störst uns mit deinen Fragen, Geschichten und Mahnungen. Deshalb geh, geh fort und kehr nicht wieder. Das Leben, der Sinn, alles, so weit entfernt, weit, weit jenseits des Schleiers. Einst war uns Drachen Liebe, Kraft und Stolz zu eigen. Wir strebten nach Rechtschaffenheit, wir lebten die Rechtschaffenheit. Wir waren der Inbegriff von Edelmut, bis sie uns alles nahm, die Krieger in Schwarz und dunklem Grau, jene, die weder Blut noch Gesinnung verband. Wir verloren den Krieg und unsere Würde gleich mit ihm. Bleiern legte sich die Schmach auf unsere Schwingen und drückte uns hinab in den Staub. Das Leben, das Lebhafte, alles weit jenseits des Schleiers. Willst du mit allen reden, oder? Ja. Okay. Ha, wir haben es geschafft. Du hast Fragen, das ist recht und billig. Doch Antworten werde ich dir darauf nicht bieten können. Diese absurde Welt hat mein Herz versteinern lassen. Und Steine sind stumm und reglos. Sie vermögen nicht, mit den Flügeln zu schlagen, zu sprechen und es recht nicht zu brüllen. Nur einer einzigen Erinnerung gelingt es noch, mein steinernes Herz erzittern zu lassen. Arm-Null, der felsige Sinnbild unseres Scheiterns, die Wiege der unbesungenen Drachen. Keine Worte, keine Lieder vermögen es, dieser Tragödie gerecht zu werden. Darum werde ich schweigen, wie ein Stein es nun mal tut. Wie äußerst nett von dir. Ja, ne? Finde ich auch. Barer Zufall. Braver Zufall. Habe ich mir schon gedacht. Ja. Zufall war brav. Dich hat man also auch hierher geschickt, an den Ort der Verzweiflung und des Scheiterns. Die Drachen scheinen hier genistet zu haben. Ich kenne von Aetheris ganz ähnliche Orte. Aber das ist nicht weiter verwunderlich. Schließlich ist dies Midgard Zormas Heimat, so wie sie kurz vor ihrem Untergang gewesen sein muss. Vitra meinte ja, dass Krieg in der Heimatwelt der Drachen geherrscht hätte. Sie mussten ihn verloren haben, nachdem Midgard Zorma sie verlassen hatte. Es ist eher unwahrscheinlich, dass hier noch was zu retten ist. Aber wir sollten uns die Eier trotzdem einmal ansehen. Wieso nehmen wir nicht die Haie uns vor? Weiß ich nicht.
In dem zerbrochenen Ei liegt der Kadaver eines Drachenjungen. Seine Verwesung ist weit fortgeschritten. Der Kadaver ist von halb getrocknetem Schleim bedeckt. Vermutlich konnte das Junge nicht rechtzeitig schlüpfen. Im Inneren der Schale befindet sich eine übelriechende Flüssigkeit. Es scheint, als wäre dieses Ei mit irgendetwas verseucht worden. Du hebst das zerbrochene Ei aus einer Lache trüber Flüssigkeit. In seinem Inneren befindet sich ein undefinierbarer Klumpen organischer Masse. Du legst das Ei behutsam wieder zurück. Im Gegensatz zu den anderen Eiern ist dieses in einem guten Zustand. Es sieht so aus, als wäre das Junge gerade erst geschlüpft. Na, sieh einer an. Ich hatte die Hoffnung schon aufgegeben, aber womöglich hat es einer der Jungen doch geschafft. Allerdings steht zu bezweifeln, dass es alleine zu seinen Eltern finden wird. Es kann nicht schaden, die Gegend mal abzusuchen. Ich nehme den vorderen Teil von Amnul. Sieh du auf der anderen Seite der Drachensiedlung nach. Was ist mit den zwei Haien? Okay, egal. Die sind noch nicht geschlüpft. Sollen wir die jetzt kaputt machen? Ja, aber in Gewahrsam nehmen oder so? Ja, aber die sind ja auch voll der Flüssigkeit. Verändertes Drachenjunge. Lethargische Drachenmutter. Endlich hat das klägliche Jammern ein Ende. War das dein Werk? Was war das für ein Gebrüll? Das klang nicht nach einem gewöhnlichen Drachen. Wer hat meine Freundin hier angegriffen? Etwa dein Kind? Wenn es dem Ei entstammt, das ich in Amnul hinterließ, dann lautet die Antwort ja. Doch ihr habt es mit eigenen Augen gesehen. Die verkümmerten Schwingen, die schändliche Gestalt. Dieses Wesen war kein Drache mehr und es riecht nicht mein Kind. Es war eine Strafe für unsere Sünden, ein Brandmal der Torheit des Lebens selbst. Was bei den Höllen ist hier passiert? Vom Himmel stieg einst eine seelenlose, sterne Armee hinab. Ohne Vorwarnung griff sie uns an. Eine Invasion, die wir mit Wut und loderndem Hass beantworteten. Es war der Beginn eines langen und grausamen Krieges. Ein Krieg, den wir nicht zu gewinnen vermochten. Und ein Krieg, der unsere Heimat unwiderruflich verwüstete. Das Ausmaß der Zerstörung war so groß, dass die Invasoren jegliches Interesse verloren und abzogen, ohne den kläglichen Rest von uns auch nur ein weiteres Blickes zu würdigen. Die überlebenden Drachen, ihre Schwingen schwer von Scham, wollten einen Neuanfang wagen, doch Dracheneiern benötigen starke, reine Erde. Davon jedoch gab es in unserer Welt keinen einzigen Flecken mehr. Und so brachte unsere Brut nichts als Fäulnis hervor. Wenn aber doch einmal ein Drachenjunges das Licht der Welt erblickte, war sein Leben kurz und qualvoll. Unsere Art hatte keine Zukunft mehr. Warum habt ihr nicht versucht, auf eine andere Welt zu ziehen? Oh, das haben wir. Einige von uns nahmen die weite und beschwerliche Reise zu anderen Planeten auf sich. Doch dort, wo gute Lebensbedingungen herrschten, waren schon andere. Es kam abermals zu Kämpfen um die Vorherrschaft. Kämpfe, die nur Verlierer kannten, aber keine Sieger.
Alle anderen Sterne waren ungeeignet. Unsere Jungen hätten dort nicht schlüpfen können. Das Universum ist ein Hort der Missgunst. Ein ewiger Kreislauf aus Rauben und Beraubtwerden. Ein niemals endender Kampf. Doch wir sind des Kämpfens müde. Wir werden uns diesem närrischen Spiel nicht länger unterwerfen. Also harren wir hier unseres Endes, zurückgezogen und im Stille, ohne jemanden zu stören und ohne gestört zu werden, bis unser langes Leben sich endlich unser erbarmt und uns Erlösung zuteil werden lässt. Hey, wir sind noch nicht fertig. Du solltest wissen, dass es auf unserer Heimatwelt Drachen gibt, die ein gutes Leben führen. Alles sehr düster. Vom Stolz der Drachen. Ich fürchte, aus ihr kriegen wir kein Wort mehr heraus. Aber immerhin wissen wir jetzt, woher die Trauer der Drachen verrührt. Ich kenne das Dilemma, von dem sie gesprochen hat, nur allzu gut. Aus Angst vor Verlust zu kämpfen, das war bei Nitok und mir nicht anders. Allerdings... Aber nein, darüber sprechen wir ein andermal. Jetzt sollten wir erstmal den anderen berichten, das, was wir erfahren haben. Gehen wir zum vereinbarten Treffpunkt zurück. Komm mal hier hin. Schau mal runter. Oh ja, das ist hübsch. Es tut gut, euch alle unversehrt wieder zurückzusehen. Sagt, wie ist es euch bei den Drachen ergangen? Sie wollen dem ewigen Kreislauf des Kämpfens entfliehen, sagst du? Das erklärt ihre Lethargie. Vielen Dank, Solis. Ein bisschen was haben wir auch herausgefunden, auch wenn es uns vermutlich nicht viel nützt. Es scheint nämlich keinen Weg von hier wegzugeben. Bist du sicher? Bei all dem Schutt, der zwischen den Inseln schwebt, muss man doch irgendwie hinübergelangen können. Es geht nicht. Ich habe versuchsweise einen Stein hinübergeworfen, der mir dann prompt von oben wieder auf den Kopf gefallen ist. Mithion hatte wohl recht, als sie sagte, dass an diesem Ort nichts wie es... nichts ist, wie es scheint. Selbst die Instrumente der Ragnarök konnten nichts finden. Außer der direkten Umgebung des Schiffes scheint hier alles instabil zu sein. Die Leporit meinten, dass wir unter den Bedingungen auf keinen Fall abheben dürfen. Mit dem Schiff geht es also auch nicht weiter.
Ich habe es sogar mit Emotionen probiert und mir ganz fest gewünscht, auf eine andere Insel zu gelangen. Schließlich scheint hier alles auf Gefühlen zu basieren, aber auch das hat nicht funktioniert. Wir stecken hier also fest. Wenn Ultima Thule wirklich von Gefühlen geformt wird, könnte es dann nicht an den Drachen liegen, dass wir hier feststecken? Sie sind des Kämpfens müde und wollen einfach nur noch sterben. Sie sehen sich das Ende herbei, hier an diesem Ort. Sie brauchen keinen Weg mehr, der von hier wegführt. Vielleicht ist genau das der springende Punkt. Eine interessante Theorie. Aber selbst wenn sie wahr ist, was nützt sie uns? Wir werden wohl kaum die Drachen umstimmen können. Ihr Leid war undenkbar lang. Und wir könnten ihnen nicht einmal Hoffnung bieten. Vielleicht müssen wir das auch gar nicht, jedenfalls nicht mit Worten. Tancred hat uns den Weg mit nichts als seinem starken Verlangen bereitet, dem Verlangen, uns zu beschützen. Und dieses Verlangen hat Ultima Thule verändert. Warum sollte das nicht ein zweites Mal funktionieren? Einfache Worte werden uns bei diesem Unterfangen zumindest nicht weit bringen. Wenn wir die Herzen der Drachen bewegen wollen, so müssen wir sie vollkommen verstehen und eine emotionale Bindung zu ihnen herstellen. Ich bin bei meiner Suche einem begegnet, der sich seiner Trauer so sehr ergeben hatte, dass kaum ein Wort aus ihm herauszubekommen war. Vielleicht fehlte es mir jedoch an Einfühlsvermögen und jemanden von euch wird besser zu ihm durchdringen können. Wollt ihr es ausprobieren? Er ruht an einem Wasserloch nicht weit von hier. Ein sehr alter Drache, der auf den Namen Aent hören soll. Ein Versuch ist es wert. Ah ja, da fällt mir gerade ein. Fandest du eigentlich den Spruch zusammen mit Tidatleos und Hades, als sie das Finale eingeläutet haben? Hallo. Die Dramatik passt gut, hab ich gesagt. Achso. Das kam nicht zu mir durch. Da habe ich nicht so leise geredet. Ich merke schon, du bist hier sehr, sehr drin gerade. Ich habe bereits versucht, ihn anzusprechen, aber er ist nicht sonderlich an einer Konversation interessiert. Vielleicht habe ich mehr... Ich mach das schon. Oha. Hey, wartet ihr eigentlich nur darauf zu verrecken wie elende Würmer? Oh.
Und doch gab es Drachen, die es mit etwas Rückgrat geschafft haben, durch die Weiten des Universums zu reisen und unseren Planeten zu erreichen. Dort fanden sie ein neues Zuhause, um ihre Brut großzuziehen. Heute fliegen ihre Nachkommen frei und stolz durch den Himmel. Und ihr Ruf hallt auch in den entlegensten Ländern unserer Welt. Du hast einen guten Riecher. Ich will es nicht leugnen, ja, es wurde Blut vergossen. Auf beiden Seiten. Sicher. Hätten sich die Drachen auf unserer Welt so ihrem Schicksal ergeben, dann wäre meine Familie heute vielleicht noch am Leben. Aber wer wahren Frieden will, der gibt sich nicht selbst mitleidig seinem Tod hin. Wer den Frieden sucht, der braucht die Hingabe dafür zu kämpfen. Ja, manchmal wird dabei Blut vergossen. Aber vor allem muss man bereit sein, die Hand auszustrecken, bevor man die Zähne bleckt. Man kann den Kreislauf immer durchbrechen. Das hat mir ein Freund unter Einsatz seines eigenen Lebens bewiesen. An dem, was ihr hier tut, gibt es nichts Ehrenhaftes. Nichts, worauf man stolz sein könnte. Es ist nur das erbärmliche Wimmern jener, die aufgegeben haben, einen Traum zu leben. Aber ich trage das Erbe der Drachen auf meinen Schultern und werde nicht klein beigeben. Wir werden niemals aufgeben. Estinien! Bleib, wo du bist. So verschleiert sie euch also den Weg, der vom Abgrund führt. Auf, Vögelchen, tanzen wir. Oh nein, ist der... Eine Windböe. Der Schleier ist gelüftet. Der Pfad ist frei. Er hat sich für uns geopfert. Genau wie Tancred. Estinien. Alfinu. Gehen wir.
folgen wir dem Wind. Er wird uns den Weg weisen. Da bin ich mir sicher. Das Gemeinste dran war, dass sie haben Alfie nur weinen lassen. Ja. Yeah. Das ist ein Verbrechen an sich. Im Übrigen, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, deswegen erzähle ich es dir. Wir haben gerade ein bisschen den Soundtrack hier sehr, wie im Radio quasi, wie so ein Filter gehört. Und der ist jetzt ein bisschen aufgeklärt. Das heißt, sie spielen hier auch ein bisschen mit der Musik. Sieh nur, der Wind sammelt sich dort vorne. Dieser Windwirbel ist sicher ein Zeichen Estiniens. Wir sollten ihn berühren. Der kraftvolle Wind hat dich bis hierher getragen. Die anderen werden dir sicher gleich folgen. Okay, es ist wieder mein Daily. Ah, hast du ein Disconnect? Mhm. Okay. Wie ich sag, einmal muss der passieren. BB. Bist du auch wieder eine Cutscene? Wenn du in der Cutscene bist, sag einfach Bescheid. Bin jetzt reingegangen. Okay. Ein weiterer Schritt ist getan. Dank Estiniens Entschlossenheit, die stark genug war, der Hoffnungslosigkeit der Drachen zu trotzen. Der Stolz eines Kriegers, er hat ihn immer vorangetrieben und er tut es auch jetzt noch.
Ja, Estinien hätte längst noch nicht aufgegeben. Genauso wenig wie Tankred. Selbst jetzt, da das Dynamis ihre körperliche Gestalt aufgelöst hat, kämpfen sie weiter. Für uns. Sonst wären wir jetzt nicht hier. Auch unser Kampf ist noch nicht zu Ende. Lasst uns voranschreiten, gemeinsam mit Tankred und Estinien. So, ab dem Gebiet gibt es Vindeta-Quellen, die wir sammeln können. Im Domizil der Wissenden. Domizil. Also gut, zögern wir nicht länger und sehen nach, wo es uns verschlagen hat. Wir scheinen uns zumindest nicht auf einem Fragment des Drachengestirns zu befinden. Da könnten wir hier auf eine gänzlich andere Lebensform treffen. Besser, wir machen uns auf alles gefasst. Aber passt auf, dass wir einander nicht aus den Augen verlieren. Ein falscher Schritt und wir stürzen in die Dunkelheit. Naja, das ist mehr Licht, aber... Jetzt kannst du noch besser hinuntergucken. Das Erste, was ich übrigens gemacht habe, ist runtergeflogen, als ich hier fliegen konnte. Oben kann man schon eine Vindeta-Quelle erspähen. Einer müsste dahinter sein. So. Da gibt es jetzt keine Quests, nur Vindeta-Quellen, gell? Ich meine, es gibt auch Quests, oder? Warte mal, lass mich mal schauen. Aber können wir das noch nicht? Das können wir noch nicht. Müssen wir erst eine aufsammeln, dann kann ich es sein. Ob es sich hierbei um eine Art Denkmal handelt, jemand muss den Felsen ausgehöhlt haben und das violette Kristallgestirn per Hand eingesetzt haben. Gravuren wie diese sehe ich allerdings zum ersten Mal. Sie erinnern mich entfernt an Schriftzeichen. Falls sie eine Bedeutung haben, ist es keine, die ich entziffern könnte. Ich ebenso wenig, aber ich stimme Orianges zu. Es muss so etwas Ähnliches wie eine Inschrift sein. Demnach war dieser Ort einst die Heimat einer Kultur, die des geschriebenen Wortes mächtig war. Methion sagte über die Drachen, sie seien ein Konstrukt der letzten Erinnerung an ihr Gestirn, ehe es endgültig ausgelöscht wurde, nicht wahr? Möglicherweise begegnen wir hier weiteren Wesen, die in dem Moment vor ihrem Untergang gefangen sind, gezeichnet von der gleichen tiefgehenden Zermürbung, mit der sich auch die Drachen ihrem Ende zuwandten. Hey, habt ihr den seltsamen Turm da drüben gesehen? Also, wie ein natürlicher Felsen sieht das dann nicht aus. Jetzt, wo du es sagst, es ist schwer zu erkennen, aber wenn ich richtig sehe, durchzieht ihn sogar dieselbe Art Kristall wie diesen hier. Worauf warten wir dann noch? Gehen wir nachsehen, was es dort gibt. Also ich sag mal so, ne? Wären es andere Umstände, dann hätte ich hier viel Abenteuerlust empfunden. Neue Sterne zu entdecken. Es gibt auch Quest. Unten muss auch keiner sein. Ich glaube, wenn wir hier raufgehen, gibt es oben eine Vindeta-Quelle. Ist da drauf? Nein, drauf.
Ja, ich höre sie schon. Wie ein Elefant im Porzellanladen. Und dort hinten, wo der See ist, da ist auch einer. Gründliche Lebensform. Oh, stehe ich da etwa Reisenden gegenüber? Welche unerwartete Begegnung. Es verirren sich nur selten Gäste in diesem Winkel des Universums. Was führt euch hierher? Entschuldigung, bedeutet das, dass ihr ein Bewohner dieses Ortes seid? So könnte man es formulieren. Sicher hätte ich eine für euch angemessenere Selbstvorstellung parat, wäre mir eure Lebensform vertraut. Doch lasst es mich versuchen. Es gab eine Zeit, in der die unseren sich noch primitiver Stimmorgane bedienten, um Gedanken Ausdruck zu verleihen. Zu jener Zeit bezeichneten wir uns untereinander als Ja. Mit dem war dieser Laut eins beschrieb. Mit dem, was dieser Laut eins beschrieb, hatten ein Volk heute nicht mehr viel gemein. Doch belassen wir es dabei. Einzelheiten über unsere gegenwärtige Existenz würden den Prozess des Kennenlernens unnötig verkomplizieren. Jeder Ja trägt außerdem eine eigene Benennung, die der besseren Auseinanderhaltung einzelner Individuen dient. Mich bezeichnet man als Cop-Cord. Cop-Cord. Ja, das ist mein Name. Es ist eine Weile her, dass ich ihn mir in Erinnerung rief. Genügt euch diese Erklärung zur Einordnung meiner Gegenwart? Erstaunlich, mir ist nie zuvor ein Wesen begegnet, das sich ganz ohne Stimme verständigen kann. Auf Aetheris findet man höchstens Völker, die teilweise über Gedankenübertragung und Gestik ausweichen, niemals jedoch völlig. Vielleicht kennt dieses Volk eine Art der Verwendung von Äther, die uns unbekannt ist. Oder aber es hat etwas mit dem Dynamis zu tun. Darf ich aus euren Feststellungen schließen, dass ihr meine Erklärungen deuten konntet? Dann will ich nun auch ein paar Fragen an euch richten. Im Gegensatz zu uns seid ihr zwar an eine organische Hülle gebunden, doch ihr scheint euch der Existenz von Äther bewusst zu sein. Wenn somit auch ihr eine ätherische Lebensform seid, müsste euer Körper von ähnlicher Beschaffenheit dessen sein, was die Ja einmal waren. Einschließlich eurer physischen Sinne. Eindrücke wie das Sehen, das Schmecken und das Tasten. All die Aspekte des Fühlens, deren ursprüngliche Wahrnehmungsform wir aufgegeben haben. Ich möchte alles darüber wissen. Bitte wohnt mir noch einen Moment bei, damit ich euch die Fragen stellen kann, die ich für Gelegenheiten wie diese vorbereitet habe. Es sind lediglich 142 Milliarden Fragen. Eine Anzahl, die innerhalb eurer Lebensspanne zu beantworten sein dürfte. Richtig? Verzeiht, werter Kopkot. Ein Augenblick bitte. Habe ich das gerade richtig verstanden? Ihr sagtet, ja, waren einmal wie wir? Ganz recht. Wir waren aus Fleisch und Blut. Wir haben unsere Körper vor langer Zeit im Tausch gegen diese rein ätherische Form abgelegt, was uns damals erstrebenswert erschien. Versuchten wir letztlich rückgängig zu machen, um unsere sterbliche Hülle zurückzuerlangen. Doch keiner der noch existierenden Ja erinnert sich an das Gefühl der Sterblichkeit. Ohne diese Erinnerung ist es uns unmöglich, neue Gefäße zu erschaffen. Schließlich kann niemand mehr beurteilen, wie genau derlei Elemente wie das zum Fühlen unverzichtbare Nervengeflecht darin platziert werden müssten, um eine korrekte Übermittlung der Signale an die Denksubstanz sicherzustellen. Ich verstehe, doch warum wollt ihr eure Körper nun zurückhaben? Woher kam der plötzliche Sinneswandel? Ist das nicht offensichtlich? Er kam mit dem Wunsch, unserer Existenz ein natürliches Ende zu bereiten.
Selbstverständlich wäre es jedem von uns ein leichtes, unser eigenes Ende mit einer Äthertilgung herbeizuführen. Aber der natürliche Tod und die bewusste Entscheidung dazu sind zwei gänzlich verschiedene Dinge. Die Nostalgiker unter uns würden es vorziehen, in einem Körper zu vergehen, der die uns gegebene Lebenszeit zu einem unwiderruflichen Abschluss bringt. Wir streben nach einem Gefühl der Vollendung, das uns nur die Sterblichkeit bieten kann. Was ihr hier seht, ist der Ort, an dem wir versuchten, sie zurückzugewinnen und scheiterten. Bevor wir uns deine Fragen widmen, würden wir sehr gerne mehr über euer Volk erfahren. Im Gegenzug werden wir dir alles erklären, so gut es uns möglich ist. Ein ausgedehnter Gedankenaustausch, das wäre womöglich zu unserer beider Vorteil. Vielleicht können wir auf diesem Wege auch einige der Fragen ergründen, die uns beschäftigen. Also gut, nicht weit von hier residieren weitere Ea, die die Äthertilgung ablehnen und danach streben, eines natürlichen Todes zu sterben. Wir bezeichnen diesen Ort als unser Domizil. Ihr seid willkommen, mir zu folgen und das Gespräch zu suchen, sofern ihr unsere Ansicht teilt, dass ein frühzeitiger Tod dem Dahinsichern bis zum Ende allen Seins vorzuziehen ist. Zu unserem Domizil geht es hier entlang. Nehmt euch unterwegs vor dem Ea in Acht, die zwischen den Dünen treiben. Sie stürzen sich auf jedes Lebewesen, das sich ihnen nähert, denn das Verlangen nach einem sterblichen Körper hat ihren Geist bereits zerfressen. Es war überraschend einfach dafür, dass wir es mit einem Unsterblichen zu tun haben. Und trotzdem lassen auch seine Worte den wahren Grund für die Existenz von Ultima Thule durchblicken. Wir dürfen nicht vergessen, dass alles Leben, dem wir hier begegnen, sein Ende in Wirklichkeit längst erreicht hat. Ich frage mich nur, warum ein so fortgeschrittenes Volk wie dieses sich den Untergang wünscht. Sie haben die Vergänglichkeit hinter sich gelassen und doch treffen wir sie ausgerechnet hier an. Gehen wir in ihr Domizil und hören uns an, was die anderen Bewohner dazu zu sagen haben. Ich bin ehrlich mit dir. Dieser Ort, den fand ich irgendwie... der hat mir am meisten Bauchkrummeln besorgt. Nicht, weil er irgendwie gruselig ist, sondern einfach so gedankenmäßig hat er mich am meisten... Verstehe. Ja. So ein mulmiges Gefühl hatte ich dann im Bauch, sagen wir mal so. Bin im Wasser gelandet. Wohin gehst du jetzt? Ich würde jetzt zu dem Punkt gehen.